Hallo und willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Leider hat sich meine Statistik verändert. Ich bin einmal gestorben. Ja, ich war zu mutig. Bin wo runtergesprungen, wollte eigentlich in diesen Brunnen da springen, hab's leider nicht geschafft. Bin daneben gelandet. Und bin gestorben. Leider hat sich das gespeichert, natürlich. Ah, das wäre so schön gewesen. Aber vielleicht sterbe ich eh nochmal bei einem Kampf. Aber trotzdem ist es schade, nicht? Weil es gibt eine Trophäe, nicht? Wenn jetzt nicht mehr. Ah, schade. Das tut weh. Aber ist halt so. So. Der nächste Gegner. Ja, habe ich gar nicht erkennen können, was das sein soll. Aber es wird sicherlich nicht leichter werden. Wobei ich sagen muss, wenn man die Schwachstelle kennt, beziehungsweise wenn man weiß, was man machen muss. Das sagen viele, ja. Dann sind die Gegner eh viel zu einfach. Das ist eine Tatsache. Wenn natürlich ohne Einsammeln von Früchten oder diesen leuchtenden Eidechsen schwänzen. Geht gar nichts, ne? Das ist einmal klar. Wunderschön, schaut sich das an. So, keine Ahnung, wo ich hin muss, warte mal. Wofür muss ich runter, oder? Weiß egal, wir schauen uns mal um. Okay, ich glaube, von da bin ich gekommen, oder? Oh ja, ich glaube schon.
So, doch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, wie gesagt, ich sag's immer wieder. Ich habe einen extrem schlechten Orientierungssinn. Auch im richtigen Leben. Zum Glück gibt es ein Navi. Sonst würde ich nie nach Hause finden. Schön, oder? Ihr müsst euch wirklich, vielleicht blende ich es einmal ein, den Unterschied anschauen. PlayStation 2 und PlayStation 4, also die jetzige Version. Okay, ich muss sagen, an das kann ich mich erinnern. Müssen wir viel klettern. Muss ich da einfach reinspringen? Na. Durch die Strömung. Ich habe doch vorhin was gesehen, dass ich da irgendwo rauf kann. Warte mal, schauen wir mal, bevor wir einen Blödsinn machen. Ich springe einfach rein jetzt. Oh, ich komme vorwärts.
schaut aber nicht nett aus. Es schaut so aus, als wenn ich einfach keine gute Idee, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ja, unten doch. Kann ich mich nicht sehen. Oder? Nein, ich kann mich sehen. Ah, da ist er. So einfach? Das gibt's ja gar nicht. Das wird mühsam, schaut sich das an, wie langsam ich bin. Jetzt ist die Frage, geht das immer so weiter? Oh ja, warte, jetzt komme ich glaube ich näher. Wobei ich glaube, ich muss überhaupt ganz woanders hin. Na, muss nicht sein. Oh ja. Und zwar muss ich dort rauf. Ich weiß schon.
Ja, ich hab schon verstanden. Woanders gibt's ja nichts, ne? Ja, darauf komme ich ja nicht, ne? Ich probier's mal, was ich so glaub. Ich glaub's zumindest. Ich hab keine Ahnung. Also hundertprozentig weiß ich's nicht. Ich glaube, dass ich darauf muss. Schon verstanden. Ja. Okay, ich bin komplett falsch. Ja, ich hab's verstanden, aber ich weiß nicht wohin. Ich hab mir gedacht, von da oben, da habe ich irgendwie zur Erinnerung. Aber ich schwimme noch ganz nach links. Das ist die höchste Stelle, glaube ich. Müsste sich ausgehen, oh ja. Ich hätte schwören können, dass ich da oben war. Ja, warte 5 Minuten noch. Wie komme ich denn darauf? Und das ist ja der Punkt. Du musst die richtige Stelle finden. Ja, geht schon kaum. Oh!
Puh, das ist mühsam. Der ist nichts zum Festhalten. Das ist der Punkt. Ich muss die richtige Stelle finden. Das ist ja die Gemeinheit, nicht? Wenn man nicht weiß, wo ist die Stelle, wo man raufkommt, ne? Keine Ahnung. Nee, Jackson. Keine Ahnung. Wenn ich direkt da einfach verfolge. Wenn ich einfach so drunter tauche. Ja, das war's. Ich glaube, die muss so irgendwo von oben auf einem drauf springen. Yes. Vielleicht ist der Gegner jetzt da gewesen, oder wäre der Gegner gewesen, seine Frechheit. Also die Tipps sind ja für ihn. Jetzt habe ich wieder 15 Minuten vergeudet, nett ausgedrückt. Schwachstelle. Moses,
Na, oh, es ist schon so. Aber mit seiner Hilfe komme ich wohin. So ist es. Genau. Ah. Es hat eh passt, das war so. Dieser wütend, glaube ich. Ja, der ändert immer die Richtung. Es ist furchtbar. Das ist so eine Nervensäge. Na schau, jetzt geht's. Boah, anstrengend, sag ich euch. Jetzt müssen wir schauen, dass er weitergeht. Wo gehst denn du hin? Interessant.
noch gewettet, du. Penner. Ich weiß nicht, ob er von alleine jetzt da dort hingeht oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Oder ob ich wieder ins Wasser springen muss und ihm dorthin locken muss. Das kann nämlich auch sein. Wenn ich jetzt wieder umdrehen sollte, dann muss ich ins Wasser springen. Schaut aber gut aus. Das war jetzt was. Also der macht mich fertig. Und tschüss! Jawohl. Boah, das war jetzt eine schwere Geburt. Sonsino.
So. Mann, das war jetzt intensiv. Ich sag's immer wieder im Nachhinein. Wäre eh nicht so schwer gewesen. Aber man muss jetzt damit draufkommen. So, wenn wir uns die Kolosse anschauen. Viele sind nicht mehr übrig. Ich glaube, 3 haben wir noch. Es bleibt spannend. Freunde, bis zum nächsten Mal und tschüss.